Ja, seit letztem Jahr im Sommer gilt ja auch auf deutschen Bundesstraßen die Lkw-Maut. Und kurz vorher wurden ja überall diese blauen Pfähle aufgestellt und alle dachten, oh, was ist das für ein abgefahrener Blitzer? Ist er nicht, gilt für die Lkw-Maut, können wir uns alle ganz beruhigt zurücklehnen. Aber was das für Folgen für das OSM-Tagging-Schema hatte, das wird uns Robert Klemm jetzt erklären. Danke. Ja, genau an der Position war ich auch mit meinem Auto, habe Vollbremsung gemacht. Nein, bin natürlich langsam gefahren. Aber es war ein Mautblitzer, also alles okay. Genau, ich bin schon weiter. Ich möchte kurz zur Lkw-Maut nochmal zusammenfassend was erzählen. Jetzt in Klammern Pkw-Maut, weil seit letztem Jahr wissen wir ja, dass nächstes Jahr im Herbst soweit ist. Was hat das für uns zu tun, für OSMler, OSM-Mapping, für das Tagging-Schema? Ich wollte das mal kurz zusammenfassen, nochmal einen Rückblick. Ich habe ja in den letzten Jahren auf der Vosges ein bisschen was darüber erzählt. Ich habe mich ja mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt. Und genau, nochmal zusammenfassend, seit Juli 2018, wie gesagt, auf allen Bundesstraßen Lkw-Maut ab 7,5 Tonnen. Und jetzt schon hervorgehoben, extra nochmal nachgeguckt, geplant, ab Herbst 2020 gibt es die Pkw-Maut. Unser Verkehrsminister hatte das ja präsentiert in einem Twitter-Tweet. Und genau, und deswegen habe ich das mal hervorgehoben. Die BAS, das Bundesamt für Straßenwesen, hat quasi die Mautabschnitte als Open Data zur Verfügung gestellt und womit jetzt quasi die Mauterfassung auf allen Bundesstraßen dargestellt wird. Jeder kann sich das runterladen. Meine Anhörung wurde gehört. Diese CSV-Datei hat jetzt zum Beispiel UTM-Koordinaten drin. Das war vorher nämlich nicht so. Und die kann sich jetzt jeder quasi in QGIS reinladen und angucken, wo gibt es denn Mautstellen. Aber nochmal kurz zur Pkw-Maut. Das ist ein altes Foto. Im Rahmen meiner Masterarbeit bin ich da schon drauf gestoßen. Dieses Foto ist von, also dieses Foto nicht, aber dieses Screenshot ist, wie gesagt, von 2015. Damals gab es ja schon durch Wahlkampf ja schon das Thema Pkw-Maut. Und kurzen Überblick. Es kann so aussehen, muss es aber nicht. Und für mich als OSMler stellt ja die Frage, okay, wir haben hier verschiedene Kategorien. Wie kann ich denn das mit unserem bestehenden Schemata abbilden? Oder brauche ich ein neues? Ist das überhaupt kompatibel? Kann ich das weltweit quasi umsetzen? Und habe mich da mal belesen, beziehungsweise habe das mal verfolgt. Und problematisch ist, dass es eigentlich nicht so ist. Wie gesagt, was wir hier sehen, ist deutsches Recht und hat nichts mit EU-Normen oder sonstigen Normen zu tun. Und so kommen wir auch zu Problemen. Aber nochmal ganz kurz, so wird aktuell, das habe ich jetzt einfach nur abstrakt übertragen aus der schönen OpenStreetMap-Wiki-Seite, toll, Pkw-Maut, und habe einfach mal zusammengetragen, wie aktuell die Mautstrecken erfasst werden. Was aber nicht immer stimmt, kann ich euch auch gleich mal zeigen, Beispiel, weil dieses Toll N2, ich habe es noch an keiner Kante gesehen, aber ja, das hat jemand eingetragen, ich habe es bisher noch nicht gesehen. Wollen wir mal gucken. Wichtig ist natürlich, so wird es erstmal momentan in Deutschland erfasst, mit Toll N3. Und man sieht eben schon, man muss viele Tags erzeugen. Und würde man das jetzt so weiterführen, wie es jetzt ist, haben wir ein Problem auch mit der Pkw-Maut. Weil die Pkw-Maut ist mit N2 und N3 nicht abbildbar, weil diese N-Fahrzeugklasse bezieht sich auf EU-Norm und das ist eben nicht konform miteinander. Ja, welche Probleme sind denn jetzt schon hervorgetreten? Ich habe euch das ja mal kurz gezeigt. Ich fand es total unübersichtlich, wenn jetzt noch mehr dazu kommt. Fahrzeugklassen werden einfach fortgeführt. Ich als OSM-Mapper habe auch in der Vergangenheit selber versucht, OSM-Straßen zu taggen mit Maut. Habe da einen großen Mehraufwand, weil ich jedes Mal mir die Tags raussuchen muss und wissen muss, ja, wann ist denn 2, wann ist 3, wann 7,5 oder irgendwas. Und hat das ein bisschen anstrengend. Ich muss das, wie gesagt, jede Straße muss einzeln angefasst werden. Ich muss die Punkte nachtragen. Ja, ich fand das ein bisschen anstrengend. Meine Idee, vielleicht habt ihr Lust, da mal rüber irgendwann mal zu diskutieren oder zu sprechen, dass man eben das mal ein bisschen auftrennt und diese deutsche
Norm quasi in ein eigenes Tech-Schema umzuwandeln und dass wir quasi über bestimmte Klassen, die wir als String oder nacheinander schalten können, können wir dann explizit sagen, welche Mautstrecken oder welche Fahrzeugklassen werden dann bemautet. Hinzu ist mir aufgefallen, man könnte ja auch Mautrelationen mittlerweile zusammenziehen, da müsste man nicht alles anfassen, weil mittlerweile haben wir durch die BAST auch die Möglichkeit, die Mautpunkte irgendwie darzustellen, weil das ist momentan in OpenStreetMap noch nicht drin. Ich weiß nicht warum, aber könnte man ja mal überlegen, will das ja nur mal kurz mal ansprechen und genau, das war es auch schon. 5 Minuten sind rum. Perfekt. Danke, Robert.